Boom! What's up, my people? It's your boy, Mejor, the Flyers, yes sir. Wir sind wieder back mit der Reaction vom InScope 21. Komplett high dog. Yes sir. Wir sind wieder back, Alter. InScope macht Baba-Content, ihr wisst. Ich reagiere gerne auf den InScope. Und im Moment, voila, Krise, Alter. Meine Laune ist gar nicht so gut, weil... Ich wollte heute auf Bern gehen, ein Alkoholtester-Video machen. Aber vielleicht wie die, die jetzt in der Schweiz wohnen, sehen, es ist am Schnee, Alter. Und es ist April und es hat Schnee, Alter. Voila, Krise, Mann. Aber egal, wir machen trotzdem unsere Videos. Ich kann nicht lange, wir springen gerade ins Video, hey, Sir. Bisschen unangenehm jetzt hier die Anreise nach Ischgl. Weiß ich nicht, warum man jetzt da so viel kiffen muss, aber gut. Wenn du meinst, das ist der richtige Weg für dich ist. Komplett high dog. Ich habe gar nicht gewusst, dass so die YouTuber, dass die so am Smoken sind, Alter. Aber in dem Fall, ich denke jetzt mal, der InScope, der unsympathische TV, die sind alle am Smoken. I mean, shit. Nein, das ist cool. Saunieren. Wir werden jetzt erstmal ein kleines Schnitzel bestellen, dann noch ein Bierchen dazu und dann guck mal. Also, wir hätten schon gewusst, dass sie ultra super sind. Ich kann sie nicht nachher in der Sauna auf meinen Schoß setzen. Wenn du mit dem Ron befreundet bist, dann musst du einfach ein super sein. Ich hab ihn verloren. Was hast du aus dem Bruder verloren? Das war doch normal am Anfang, oder? Hast du Bock auch, dass ich ein bisschen Shooting von dem mache, wenn du duschst? Man sieht überhaupt nichts durch diese Wand. Nach den ganzen Witzen, die hier gerade entzwirbelt wurden, weiß ich gar nicht, ob ich heute überhaupt noch genug Lachgetriebe-Energie habe, um die nächsten Jokes verstehen zu können. So, wow, das ist sehr, sehr lustig hier gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Sascha hat gerade die Tür zumacht. Es ist wirklich einfach nur witzig mit den Jungen. Skyfarm. Jetzt zeig mal deine Morgenroutine. Meine Morningroutine. Ja, aber das machen wir jetzt. Also gut. Werd wach. Ja, was ist so eure Morgenroutine? Ich bin meistens so... Ich stehe auf. Ich bin nicht so einer, der so 50 Wecker hat. So in alle Minuten läuft ein Wecker. Nein. Ich stehe auf. Bam. Direkt am Handy. Cool. Dann bin ich so 4 Stunden am Handy. Nachher gehe ich langsam gut duschen. Isse etwas. Boom, gehe arbeiten. No cap, Alter. Ich bin nicht so einer, der so voll verbrichst am Morgen so 50 Wecker hat. Und nachher so direkt arbeiten. Keine Ahnung. So duschen am Morgen, Alter. Mach dich wach, mach dich fresh, Alter, yes sir. Ist wichtig, ist wichtig. Ich seh den. Moin. Oh, Bruder. Kühlschrank? Der ist voll mit. Ja, Leute, ich weiß nicht, wer die Uhrzeit 7 Uhr 20 erfunden hat. Was für eine Scheiß-Uhrzeit. Was für eine Drecks-Uhrzeit. Ich einfach nur noch kotzen über diese Scheiß-Uhrzeit. Wenn du mir jetzt erzählen willst, dass das Frühstück noch nicht offen hat, werde ich also hier mit Vögelgezwitscher aus dem Bett gejagt. Sehe aus wie 40, um jetzt hier vor dem Frühstücksbuffet zu stehen und zu sehen, dass die Scheiße noch nicht offen hat. So Leute, selten so viel Content von der Piste gesehen wie in diesem FLOG. Wir gehen jetzt nochmal hoch. In deiner kranken Hotel ist immer Baba, Alter. Das ist so ein riesen Buffet, Mann. So ein riesen Rührei, Alter. Speck, Müsli, Früchte, allerlei Brot. Shit, ich lieb's, Alter. Ich lieb's, Mann. Und dann fahren wir wieder runter. Beste Qualität ist. Und dann gehen wir wieder hoch. Krank, nice. Und fahren wieder runter. Wen haben wir denn hier drüben? Leider fahren wir schon wieder. Ich sehe aus dem Chemieprofessor, oder? Bonjour, Messieurs, Madames. Ja, ich bin mit Alexa in Paris. Wir haben uns hier ein idyllisches Feldzimmer rausgelassen. Man kommt durch die Tür hier ganz entspannt rein. Dann hat man geradeaus. Guckt man hier zum Bett. Hier ein kleiner Abstellraum. Da drüben ist Bad. Da, sag mal hallo. Huhu. Huhu. Was? Was ist denn? Was ist das? Und was bringt das? Das ist für den Champagner. Ich nehme jetzt meine Cam mit durch die Pariser Innenstadt und hoffe, dass sie geklaut wird, weil dann ist der Content ja auch eigentlich vorbei. Unsere ersten Erfahrungen in Paris. Sorry, guys. We are fully booked up. Wir haben gerade 2 Weißwein getrunken. Ich hab einen Sitzen, Alter. Der eine oder andere hat schon mehr so Nachrichten geschrieben wie: Ey Bruder, ich könnte noch ein paar Ringe ausleihen, damit auch wirklich an jedem Finger einer ist. Wir machen einen kurzen Outfit-Check. Ich bin natürlich in der neuen oder Color Kollektion unterwegs. High Quality Hoodie, guys. Was aber gesagt, der Hoodie, Alter, der sieht wirklich, der sieht nice aus, Alter. Und ist sicher auch jetzt einmal so preis-leistungs Verhältnis, ist sicher easy so. Geiler Hoodie, Anzugshose, ihr wisst immer, aus feinstem Zwirn. Paris ist es so, wenn du keinen Tisch reserviert hast,
dann wirst du wahrscheinlich nichts essen. Falls ihr euch mal dafür interessiert, nach Frankreich zum Abendessen zu gehen, das ist die Schlange für ein Restaurant hier. Mama, wie würdest du bloggen? Was soll ich mir für die bloggen? Du musst dein Gesicht filmen. Sag jetzt, hi meine Süßen. Hi meine Süßen. Hast du gerade meine Followerschaft Süßen genannt? Ja. Was ist das denn für eine Scheiße? Also wir empfehlen euch eine Sache, wenn ihr nach Paris kommen wollt, dann erstmal einen Zeitraum buchen, in dem ich nicht da bin. Und zweitens, wenn ihr essen gehen wollt und so, reserviert euch immer alles, weil hier ist immer alles fully booked up. So Leute, es ist soweit. Alexa und ich haben uns gestresst und deswegen läuft es jetzt da vorne und nicht da hier. Meine Interjagutesten, ich melde mich am Ende dieses Videos noch kurz zurück. Alle, die den Live-Channel schon länger verfolgen, ich glaube, ihr wisst ja, dass ich damals ursprünglich den Channel gegründet habe, um Real Talks zu machen und einfach über ein paar ernstere Themen zu reden. Dieses Konzept habe ich dann wahrscheinlich perfekt verfolgt. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, auch unter den Videos von Sascha und so, unter den React, dass voll viele Leute es unverantwortlich fanden mit dem Thema Alkohol. Jetzt finden es extrem viele Leute komisch mit Alexa, dass ich mit der da am Rummachen bin, alles drum und dran. Ich habe mit Tim vorhin und auch jetzt die letzten Tage öfter mal drüber geredet, über das Thema, aber das gerade auf dem Channel hier vielleicht auch hin und wieder. Naja, Alter, mach den Alkohol-Content wieder, no cap, Alter. Der Shit ist lit mit dem Ron, Alter. Es gibt immer irgendwelche Szenen, Alter. Turn up. Shit is crazy, Alter. Mach den Shit weiter, Alter. Der Alk-Content. Man, das Shit is crazy. Und nochmal der eine oder andere Traum kommt. Ja, okay, vielleicht auch ein bisschen Reflexion oder sowas zu dem einen oder anderen. Was passiert ist, das macht immer alles perfekt und alles richtig. Ja, und ich glaube auf jeden Fall, dass das Thema vor allem bei euch als Zuschauer aber es ist vielleicht nicht manchmal so ein bisschen kurz gekommen ist. Und dadurch sind vielleicht auch manche Dinge ein bisschen anders rübergekommen, als sie dann doch in Wirklichkeit gewesen sind. Das ist alles für mich gerade krass neu. Freundin verliebt sein seit zig Jahren mal wieder. Da weiß ich selber manchmal nicht, wie ich mit mir und meinen eigenen Gefühlen richtig umgehen soll. Oder gerade die Sache, dass man jetzt halt Vater wird. Klar, da schreiben manche Leute, ja, der wird safe kein guter Vater oder sowas. Ich kann euch selber ja nicht sagen, ob ich ein guter Vater werde oder nicht. Ich kann nur immer sagen, dass ich mein Bestes probieren werde. Natürlich ganz kurz, warte ganz kurz. Tim, der ist für dich. Werbung in eigener Sache. Heute 19 Uhr, meine jüngsten besten CC-Dropper oder Kala. Schaut auf gar keinen Fall vorbei. Schreibt den Daumen auf gar keinen Fall im linken oberen Ohrschuss durch. Abonniert nicht den Channel. Liebe Leute, ich wünsche euch wirklich gar nichts. Yes, Sir. Das ist wieder mal das Video gewesen. Ein bisschen kürzeres Video. Auch nicht, ich muss sagen, nicht so das nice Video jetzt. Es hat schon bessere gegeben. Mit etwas mehr Szenen und so. Das war eher ein ruhigeres Video. Yes, Sir. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich werde wieder auf ihn reagieren. Mach geil Content. Und ich hoffe, das Wetter bessert sich langsam, weil dann kann ich wieder rausgehen und Content machen. Ich muss nicht immer die Reactions machen. Aber check out mein Zigzag, IG, Twitch, @mihorfrancisco. Nächste Woche kommt mein neuer PC an, also das heisst, Streams kommen jetzt dann auch. Nein, shit gonna be lit. Yes, sir. Yes, sir. It's your boy, and I'm out. Peace.